Was erwartet ihr von dem heutigen Tag hier in München? Wir erwarten uns davon, dass uns auch die breite Öffentlichkeit unsere Sorgen erfährt. Ja, in den Medien oder wenn unsere Politik spricht, wird von den Sorgen der Bustouristik komplett in Vergessenheit geraten, beziehungsweise überhaupt nicht erwähnt, unsere Sorgen. Also das heißt, die Touristik ist Hotellerie, die Gaststätte, aber der Bustouristik selbst wird in keiner Silbe von unserer Politik erwähnt. Was sagen Sie dazu? Die Lufthansa fliegt, die Bahn fährt? Ja, ich sage allerdings, muss offen sagen, dass ich mit den vorgegebenen Hygienestandards mit 5 Personen, vielleicht maximal in einem 50-Sitzer Bus, dass wir so etwas sagen, gut auf die Straße können. Und eine Gefährdung der Gäste wollen wir auf keinen Fall. Also, wie gesagt, da lieber doch warten, aber wir brauchen finanzielle Unterstützung. Wir haben aus der Schweiz die Meldung, dort gibt es überhaupt keine Maskenpflicht und die Busse fahren wieder. Baden-Württemberg will aufmachen, schon demnächst. Niedersachsen hat heute gemeldet, dass sie das Reisen so schnell wie möglich wieder zulassen will. Ist diese Blockade jetzt in Bayern, dass man hier so streng ist und macht das auch Sinn? Der Virus geht doch über die Grenzen hinweg. Richtig, die Bayern waren natürlich die Ersten, die so massiv eingeschränkt hat, lag auch mit daran, dass wir nahe, sage ich immer, an Österreich mit dem Skitourismus gerade zu dieser Zeit unterwegs waren, wo gerade diese Hotspots waren. Es macht Sinn, etwas vorsichtiger zu sein. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, unsere Fahrgäste wollen wir auf keinen Fall gefährden. Ja. Natürlich, so ein unterschiedlicher Flickenteppich, der spaltet auch unsere Gewerbe. Genau, also das ist unschön.